Ey, was geht ab, Leute? Mein Name ist Maxim und ja, ich habe ein neues Video gemacht. Eine Neuigkeit: Ab heute werden Videos nur auf Deutsch kommen. Keine Videos mit auf Russisch oder auf eine andere Sprache, vielleicht nur auf Englisch. Nee, aber auf Englisch habe ich noch nie gemacht, also nur auf Deutsch. Ja, ab heute nur auf Deutsch. 100 Pro. Kein Russisch mehr. Könnt ihr vergessen. Und ja, für die, die auf Russisch schauen wollten, kommen wahrscheinlich so Untertitel. Aber das ist nicht sicher. Vor allem werde ich heute Ihnen eine Live-Story erzählen. Das letzte Video hat viel Likes gesammelt. Ich werde mich mit denen so richtig so beschmieren, so richtig so, gell, so die Likes nehmen und so. Bruh. Wir gehen weiter zu dem Video. Ich werde heute über zwei Geschichten erzählen. Einer von denen ist nicht so lang und die andere ist ein bisschen länger. Das erste bei mir ist passiert, als ich 14 war. Und zwar, da war ich noch in der VK-Klasse. Da habe ich noch Deutsch gelernt. Ja, Deutschland über alles. Und da hatte ich einen Mitschüler, der, ich sag nicht, wie der heißt. Vielleicht schaue ich das Video noch an und dann bin ich noch am Arsch, weil, wisst ihr, deutsche Regeln, so ein Copyright und so alles. Ja, und da war ich noch in der VK-Klasse und der hat nichts gelernt. Also da war ich 14 und der war der 18, glaube ich, oder 20. Was auch immer. Also der war auf jeden Fall älter als ich. Der hat schon ein Auto, glaube ich. Ja, komisch, gell? Ich hatte immer meine Hausaufgabe und der hat nie seine Hausaufgabe. Einmal wollte er von mir abschreiben. Ich habe zu dem gesagt, nein, du schreibst nicht ab, du machst es selber. Und der hat mein Heft genommen und wollte sowieso doch ab. Und dann bin ich voll ausgerastet, habe mein Heft wieder weggenommen und da hat er zu mir Folgendes gesagt: Ey, ich mache dich tot und fahre nach Pakistan. Der dachte, ich bekomme Angst von dem, aber nee, ich habe nur gelacht und das war richtig witzig, gell? Da habe ich nicht mal bekommen. Der hat mich richtig so komisch angeschaut. Ja, und seitdem habe ich ihn gar nicht mehr gesehen, also ich weiß nicht, wo er ist. Ja, und das war die erste Geschichte. Die zweite wird ein bisschen krimineller sozusagen. Also das war letztes Jahr, 2016 im Sommer. Da war ich und noch drei meiner Freunde. Wir wollten eine verlassene Gebäude besuchen. Das, was ich auch immer mache. Ja, irgendwas ist schief gelaufen. Also ganz am Anfang war alles okay. Ich war schon einen Tag davor dort und ja, das ging alles okay. Und dann wollten wir alle zu viert reingehen. Also ich war dort und noch drei meiner Freunde. Als wir da reingekommen sind, war alles okay. Dann wollten wir eigentlich ganz nach oben gehen. War richtig viel Zifferblätter. Und wir wollten die alle nach unten schmeißen. Also ich und noch zwei meine Freunde, wir haben das runtergeschmissen, so wie Wurfsterne. Und der vierte hat gesagt, ey Jungs, hört bitte auf, gell. Und was habe ich gesagt? Ey, nix, pass auf, passiert nichts. Ich habe es 1000 Mal gemacht, ich schwöre, passiert nichts, ich habe es 1000 Mal gemacht. Das ist meine Ausrede, so sage ich auch immer. Ja, der hat mich komisch angeschaut, der hat verstanden, gleich passiert irgendwas. Und dann hat er gesagt, ey Jungs, lass schon rausgehen. Und das haben wir auch gemacht, wir sind rausgegangen. Und was denkt ihr, was da passiert? Also hier sind wir rausgekommen. Als wir hier waren, haben wir einen Mann gesehen, der war hier. Und der hat zu uns gesagt, ey Jungs, könnt ihr mir bitte helfen? Ich habe sofort gesagt, ey, ich zähle bis zum 3 und rennen wir weg. Ich habe angefangen zu zählen, 1, 2, 3, auf einmal rennen wir richtig so weg, so richtig raus. Und hier wollte er erst rechts abbiegen. Hier waren so zwei Polizeiwagen, die rannten alle auf mich. Dann bin ich auf einmal so links gerannt. Und hier waren auch zwei Polizeiwagen. Ich bin irgendwie durchgerannt und zwei meiner Freunde sind auch irgendwie durchgerannt. Aber einer von denen wurde von Polizei festgenommen. Könnt ihr euch vorstellen, ich bin durch den Staat von Polizei weggerannt. Hinter mir waren 5 Polizisten. Ich kann nicht vorstellen, wie ich gerannt habe. Über den Zaun gesprungen, habe ich so abgerollt, richtig so richtig weggerannt. Und wisst ihr, was die Menschen gemacht haben? Die haben immer so komisch mich angeschaut, wo ich gerannt habe. Ja, schon komisch, gell, wenn so ein Junge so irgendwie so vorbeiläuft und hinter ihm rennen 5 Polizisten. Ja, werden schon immer so zuschauen, was da passiert ist. Vielleicht hat er so Drogen genommen oder vielleicht hat er eine Waffe oder sowas, was auch immer, gell. Und deswegen war das schon komisch, aber ja. Ich würde sagen, das war irgendwie schon komisch, dass ich von 5 Polizisten abgehauen habe. Nach einer oder zwei Stunden habe ich ihn angerufen und habe gefragt, ob alles okay ist. Der so, ja, ich wurde halt von der Polizei zusammengenommen. Die haben mich so fast geschlagen, zusammengeschlagen. Die haben mich auf den Boden geschmissen. Und ja, sein Knie war voll am Arsch. Aber ja, es ging noch eigentlich. Und da habe ich mich noch nachher mit meinen Freunden getroffen, die mit mir da waren. Wir haben alles so nochmal so erzählt, wie das alles war und einer von denen hat Anzeige bekommen, der halt festgenommen wurde und der musste so 100 irgendwas Euro sagen, glaube ich. Ja, und das waren eigentlich meine zwei, meine Geschichten. Die waren halt nicht so lustig vielleicht wie letztes Mal, aber letztes Mal war das auf Russisch, vielleicht hat es keiner verstanden. Und wenn ihr doch irgendwas nochmal anschauen wollt, solche ähnliche Videos, dann schreibt bitte Kommentare, like das Video, damit ich auch so Bescheid weiß, dass ihr das Video weiterschaut. Und ich war Maxim, also ciao. Don't back.